Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloz-Kanal zu einer weiteren Folge Pro Evolution Soccer 2020, zu Folge 72 schon, wenn ich mich nicht irre. Wir spielen heute auf jeden Fall gegen West Ham und danach gegen Tottenham, das heißt zwei Duelle gegen Londoner Clubs. Chamberlain habe ich jetzt mal reingeholt. Wilson ist noch gesperrt für ein Spiel. Nun gut, ansonsten würde ich gar nicht so viel ändern, obwohl Gosens ist sehr, sehr gut drauf. Geben wir ihn heute den Auftritt gegen West Ham. Ah, gehen wir kurz zu den Trikots, schauen uns die noch an, aber das scheint eigentlich soweit okay zu sein. Ha. Die Aufstellung bei West Ham United: Randolph im Tor, Thiago Diallo, Diouf Saka, Smith, Noble, Souchek, Philippe Anderson, Lanzini, Ayeti und Haller. West Ham United ist auch so ein Team, wo ich echt sagen muss, die haben ständig geile Einzelspieler. Philippe Anderson, Haller, Souchek und Co. Auch ein Diouf in der Abwehr. Und die ge gelten irgendwie vor jeder Saison so als Kandidat, die überraschen können und vielleicht irgendwie in die Top 6 ja, kommen könnten von der Kaderqualität. Aber irgendwie schaffen sie es nie, wenn man ehrlich ist. Ich weiß nicht, ob man dann sagen kann, ja, West Ham wird einfach durchgehend etwas überschätzt. Oder ob es einfach daran liegt, dass sie zwar krasse Einzelspieler haben, aber einfach das nicht als Team ja, eben ins Spiel integriert kriegen, dass sie erfolgreich werden. Diouf. Hoher Ball, aber Upamecano ist da. Jadon Sancho kam da nicht ran. Oh, was für eine Aktion hier! Super Tor von Ayeti. Ja, das war schön gespielt von West Ham United. Das war schön dynamisch gespielt und einfach direkt abgeschlossen von Ayeti. 1-0 West Ham United nach nicht mal 7 Minuten. Erwischen uns hier kalt. Wie sieht man das Ganze? Upamecano klärt den eigentlich. Sancho verliert den Ball hier. Und dann schnelles Zuspiel und Ayeti, ja, schließt einfach direkt ab. Und keine Chance für Henderson. Sanchos Ballverlust war entscheidend. Super Laufweg von Ayeti, der dann alles da reinschmeißt und den perfekt reinmacht. Und damit steht es eben 1-0 West Ham United. Spielt dann auf Wilfried Zaha. Der bringt den Ball da noch rein und das ist ein Eigentor. Das ist ein Eigentor von West Ham United. Die erste größere Chance hier für Newcastle United und Noble macht sie dann eben für die Magpies rein. Bitter für die Hammers und für Noble natürlich. Hier sehen wir das Ganze nochmal. Loftus-Cheek spielt da auf Wilfried Zaha den Ball. Der kriegt den Flank da rein und Noble will den klären, bevor der Petagna eben rankommt. Aber fabriziert damit ein Eigentor und damit steht es 1-1. Ja, ist bitter für die Hammers. Das ist sehr bitter. Da liegst du gegen den Tabellenführer eben vorne und dann haust du das Ding da selber rein. Andrea Petagna auf Loftus-Cheek. Jetzt Robin Gosens. Wilfried Zaha spielt auf den laufenden Gosens. Der kann jetzt flanken. Sancho macht ihn nicht rein. Und da ist die Frage, wieso nicht? Wilfried Zaha hat den super weitergegeben. Hier sieht man Zaha am Ball. Auf Gosens. Der mit einer schönen Flanke und. Oh, den musst du aufs Tor bringen, Jadon Sancho. Der muss eigentlich aufs Tor. Hoher Ball auf Ayeti, aber Newcastle kann das erstmal hier klären. Ugani gefährlich. Chamberlain hat den Ball aber. Loftus-Cheek. Wilfried Zaha. Hoher Ball. Auf Chamberlain. Zusammenspiel mit Petagna. Chamberlain ist jetzt da. Und gegen den Pfosten. Schade. Das war eine Riesenmöglichkeit. Lanzini. Jetzt hier über die rechte Seite West Ham. Ayeti. Malang-Sarr. Und Loftus-Cheek klären das im Tag Team. Jetzt hier Chamberlain. Petagna. Sancho. Petagna. Jadon Sancho, Tor! 2-1 Newcastle United. Ja, ist absolut verdient hier. In der zweiten Hälfte war Newcastle United bisher die stärkere Mannschaft. Wir haben einfach momentan mehr Druck aufgebaut, haben deutlich mehr Zug nach vorne gehabt und West Ham hatte bisher keinerlei Chance, sich wirklich daraus zu befreien. Petagna und Sancho, schönes Zusammenspiel und damit steht es erstmal 2-1 Newcastle United. Hier sehen wir das Ganze mal. Sancho auf Petagna. Im richtigen Moment das Abspiel, die Abwehr ausgehebelt und Sancho dann zieht direkt ab und macht das 2-1 für Newcastle United. Hier wichtiger Treffer für die Magpies, um weiter eine perfekte Bilanz vorzuweisen.
Suschek jetzt hier beim Freistoß. Hoher Ball. Haller wurde gefunden. Schussmöglichkeit, aber Henderson ist da. Aber gefährliche Aktion hier. Das war eine gute Chance für West Ham zum Ausgleich. Suschek rein mit der Pille. Dann Haller kann sich hier erstmal behaupten auf Philippe Andersson, der nutzt die Gelegenheit und schießt direkt. Aber Henderson ist zur Stelle. Björn Draxler. Chamberlain. Auf Minks. Draxler. Julian Draxler von hinten umgegrätscht, aber Minks ist da, der behauptet den Ball. Isaac, Minks, Minks, Randolph hat den gehalten. Interessant auf jeden Fall. Wie sehen wir das Ganze mal? Draxler, klares Foul dort. Minks läuft aber mit nach vorne, spielt den auf Isaac, der wiederum auf Minks und der versucht den reinzuhauen, aber Randolph hält den Ball. Eckball Newcastle. Auf Wilfried Zaha. Gosens, der hat jetzt die Möglichkeit nochmal zu flanken. Die nutzt er auch, aber Sancho kommt da nicht ran. Und wo rennt das denn, Mann? Ich hasse das am PES. Dass die Spieler da ständig irgendwo hinrennen, wo sie gar nicht hin sollen. 2-1 gewinnen wir das Spiel hier immerhin. 2-1 gewinnen wir das Spiel hier gegen West Ham United. Wichtiger Sieg auf jeden Fall. Damit bleiben wir perfekt in der Premier League. Das nächste Spiel ist dann aber auch erstmal gegen Tottenham Hotspur. Da könnte es durchaus den ersten Punktverlust geben. Die haben natürlich ein super Team. Aber trotz allem war das hier heute wichtig. In Rückstand geraten und trotzdem noch gewonnen. Sancho wurde als bester Spieler eben gekürt. Wir gucken uns die anderen Ergebnisse auch gleich an. United 2-0. Chelsea gewinnt. Leicester unentschieden. City gewinnt gegen Tottenham. Okay. Arsenal unentschieden. Und auch Liverpool unentschieden. Bedeutet tabellarisch. Ja, nur City kann uns wirklich so ein bisschen standhalten. 5 Punkte hinter uns. Liverpool schon 7. Arsenal schon 8 und ja, bis runter zu Wolverhampton sind schon 10 Punkte und das sind 7 Spielen. Wir haben in 7 Spielen auf 14 Tore, 5 Gegentore. Wir haben die drittbeste Defense, wie es aussieht. Aber es läuft auf jeden Fall. Es läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut und so soll es doch weiterlaufen. Die Magpies mit ihren mega Ausgaben haben mit dem Geld aber richtig investiert, denn viel ausgeben ist nicht immer ein Garant für Erfolg. Da kann man in der näheren Vergangenheit unter anderem Diagnose Bluterguss bei Zaha, okay. Da kann man in der Vergangenheit ja mal Man United fragen, die sehr, sehr viel Geld verbraten haben und trotzdem nicht wirklich erfolgreich wurden. Ja, wir haben jetzt das Problem, dass Zaha erstmal ausfällt. Wilson kommt jetzt erstmal, kommt jetzt erstmal hier auf die Ersatzbank zurück. Asensi wird dann erstmal den Platz übernehmen, das passt so. Alles gut, dann spielen wir jetzt demnächst gegen Tottenham Hotspur. Gehen da mal direkt dorthin. Also, Startausstellung würde ich eigentlich komplett so lassen, wie sie aktuell ist. Auf der Bank würde ich Kubo gerne heute sehen für Draxler. Den brauchen wir heute nicht. Shelvey ist auch gut drauf. Könnte ich auch gebrauchen für Tarkowski. Bei Tottenham auf jeden Fall ein 5-4-1-System. Also sieht sehr defensiv aus. Wir spielen im schwarzen Trikot die Aufstellung bei Tottenham Hotspur. Lloris, Voigt, Vertonghen, Sanchez, Halstenberg und Piccini auf den Außenverteidigerpositionen. Dann Wings, Dele Alli, Heung-min Son, Erik Lamela und Karim Benzema bei Tottenham. In den letzten beiden Saisons hätte ich es zwar nicht gesagt, aber in dieser Saison kann man ganz klar sagen, dass wir der Favorit sind gegen Tottenham. Die haben ein absolut starkes Team, aber unser Team schätzt sich trotzdem stärker ein. Und wir haben auch mit Abstand den besseren Lauf. Sancho. Schönes Zusammenspiel hier, Savic. Und das könnte schon das 1-0 geben. Erst der Pfosten und dann der Nachschuss. Milinkovic-Savic bringt hier Newcastle United innerhalb von 6 Minuten in Führung. Ah, ich weiß nicht, ob das so schlau ist von Tottenham, Newcastle erst spät in der eigenen Hälfte zu pressen. Wenn du Newcastle natürlich diesen Platz gibst, dass sie auch den Ball hin und her schieben können, die Räume sich suchen können, dann werden sie es nutzen. Ja, Dest überragender Pass auf Savic, der mit dem perfekten Laufweg erst gegen den Pfosten und dann beim Nachschuss rein. Lloris ist da die ärmste Sau, der da gar nichts machen kann. Hier sehen wir nochmal Sancho, einfach auf Dest, der direkt auf Savic, dessen Laufweg überragend war. Das kann kaum einer so gut wie er. Gegen den Pfosten und dann macht er den Easy rein und damit steht es nun mal 1-0 Newcastle United. Der wiederum auf Heung-min Son.
Benzema hat da ein bisschen Platz, kann schießen, aber Henderson ist da. Zweite starke Parade von Henderson. Wiederum hier jetzt Dest am Ball. Savic hat da viel Platz. Und den nutzt er auch. Schöner Schuss von Milinkovic, Savic und Lloris hält den aber auch stark. War natürlich etwas zu zentral. Aber trotzdem, Savic soll man da nicht so viel Platz geben. Der kann auch von dort Tore machen. Schöner Strahl, aber Lloris war da. Eckball jetzt. Jane Sancho. Spielt den kurz auf McNeil. Ja, jetzt hat Sancho hier die Möglichkeit zum Flanken. Das war gut gemacht. Andrea Pitania. 2-0 Newcastle. Sehr schön. Ballert den Ball da nochmal rein. 2-0 Newcastle nach 21 Minuten. Das könnte schon gewesen sein. Steht auf jeden Fall 2-0. Ich war gerade irgendwie verwirrt. Hab hier gerade irgendwie was gehört. Dachte, irgendwas wäre umgefallen. Weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt im Hintergrund. Aber auf jeden Fall 2-0 Newcastle United hier. Der verwirrte Velosche. Schön gespielt, schöne kurze Option. Petagna. Benzema. Benzema hier mit einer riesigen Chance jetzt. Und der ist nicht drin. Sehr spitzer Winkel. Das war eine Riesengelegenheit für Karim Benzema. Sehen wir das Ganze nochmal. Da war Newcastle Uniteds Abwehr diesmal nicht so perfekt aufgestellt. Super viel Platz für Benzema. Aber ist natürlich mega spitzer und schwieriger Winkel, um den Ball vernünftig reinzumachen. Henderson hier. Flacher Abstoß auf Milinkovic Savic. Savic, Petagna, Savic, Sancho am Ball. Jetzt hoher Ball auf Milinkovic, Savic, der mit einem Lupfer und der ist drin. Überragendes Tor von Milinkovic, Savic, überragend. Überragend gemacht vom Serben. Richtig stark. Das ist stark zusammengespielter Fußball. Hier Petagna auf Savic. Vorteil hat der Referee laufen lassen. Sancho hier auf Savic und der macht das butterweich. Lloris bleibt eigentlich gut stehen, macht damit das Tor schön breit. Lässt sich da nicht rauslocken, gerade für so einen Lupfer eben nicht rauszulocken. War gar nicht mal so dumm, aber Milinkovic Savic hat auch damit kein Problem. Perfekt platziert, zweites Tor für den Serben. Und 3-0 Newcastle und das in London. Feucht am Ball. Piccini. Erik Lamela, schöne Bewegung gerade von Lamela, aber der Abschluss war zu spät. Jetzt Savic und Kubo, jetzt hier Konter Newcastle. Petagna spielt einen überragenden Ball auf Kubo. Große Gelegenheit jetzt hier für den jungen Japaner. Kubo, Lupfer, aber nicht drin. Kubos Abschlussschwäche geht leider weiter. Aber das war brandgefährlich, super gekontert von Newcastle. Super, super gut gekontert. Petagna ist auch einfach dieser perfekte Anspielpunkt in der Offensive, der den Ball weiterleitet. Schade für Kubo, dass er den nicht macht. Ist ja selber. Tottenham ist zu nichts mehr in der Lage, wirklich. Auch hier wieder, es wird wieder gefährlich. Ja, oder auch nicht. Aber wir waren dem 4-0 näher als sie, den 3-0. Sergej Milinkovic Savic, absolut der Mann des Spiels. Beide zwei Tore gemacht, eins von Petagna. Bitter für Tottenham, dieser Auftritt hier. Das war kein starker Auftritt. Hatten zwar zwei, drei Schüsse, die waren aber alle relativ ungefährlich, wenn ich ehrlich bin. Damit sind wir nach 7 Spielen ungeschlagen weiter in der Erste. Wir gucken mal auf die Ergebnisse. City bleibt dran. Ihr seht es ja selbst, es sind sogar 8 Spiele, mein Fehler. 8 Spiele, 24 Punkte, das ist perfekt. Das ist echt überragend. 10 Punkte schon auf einen Nicht-Champions-League-Platz. Also mindestens 10 haben wir uns wahrscheinlich jetzt schon gesichert. Everton nur 3 Punkte auf Platz 19 und Leeds ganz, ganz unten, okay? Das auf jeden Fall dazu. Ich denke, das Ganze waren zwei ordentliche Spiele unsererseits. Hier haben wir noch Bekanntgabe des Nationalmannschaftskaders. Ist aber, denke ich, auch nicht ganz so wichtig.
Positionsentwicklung bei Dest. Es gibt neue Entwicklungen im Training. Ich habe Dest im Training und Spielbau und bin zu dem Schluss gekommen, dass er ein geeigneter rechter Mittelfeldspieler ist. Sie können in Zukunft für diese Position berücksichtigen. Okay, mal gucken, was das genau bedeutet. Dass, weil er da jetzt länger spielt, jetzt wirklich ein rechter Mittelfeldspieler ist oder was? Ja, tatsächlich. RMF ist gar nicht mehr ein Dings. Ist jetzt gar kein rechter Verteidiger mehr, sondern RMF. Das ist cool. Also auch wenn ich ihn rausnehme. Ja, doch, ist er doch noch rechter Verteidiger. Okay. Aber hat hier jetzt komplett Türkis. Das heißt, da kann er das jetzt perfekt spielen. Das ist auf jeden Fall schön. Und ja, dann fahren wir noch fort. Eben zum nächsten Datum. Dann schauen wir auch gleich mal, wer der nächste Gegner ist. Aston Villa, okay. Dann gibt es auf jeden Fall das in der nächsten Folge das Duell gegen Aston Villa und dann in der Champions League gegen den FC Porto. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare. Euer Veloci meldet sich ab und bye bye.